Habe ich die Kopfposition zu aufrecht? Habe ich zu viel Hochschuss? Das heißt, mein Auge ist dann zu hoch über der Schiene positioniert und damit bin ich gezwungen, ungenauer zu schießen. Ich muss also eher ein bisschen tiefer am Ziel abkommen, an der Scheibe anhalten, um den Hochschuss zu kompensieren, was meist unbewusst passiert, solange der Schütze sich dessen noch nicht bewusst ist. Man kann so gewissermaßen auch treffen, aber dann werden zwei Fehler miteinander kombiniert, die beide für sich schon schlimm genug sind. Zu viel Hochschuss auf der einen Seite und eine falsche Kopfposition auf der anderen Seite, beziehungsweise ein zu tiefes Anhalten am Ziel. Und beides geht im Idealfall gut, das heißt, es kommt ein Treffer zustande, aber sehr oft durch die Ungenauigkeit beider Dinge, die sich dann addieren, ergibt sich am Ende tatsächlich ein Fehlschuss.